habe es bei der Leipziger Buchmesse gesehen, wo einzelne Verlage mit kicherndem Augenzwinkern einen gesagt haben, ich habe da oben in der Ecke übrigens ein Buch von Martin Sellner stehen. Also provokant. Ohne dass damit irgendeine tiefgründige ideologische Nähe zum national-konservativen Reaktionären oder sonst was gemeint ist, sondern eigentlich die Botschaft ist, Leute, diese gesamtgesellschaftliche Umklammerung von eurer Weltsicht, die machen wir nicht mit und wir treffen euch da, wo es geht. Und dann wird plötzlich der Hitlergruß durch die inflationäre Zuweisung des Begriffs Nazi wird irgendwie zu einer provokanten Popkulturgeste. Und das zeigt einfach, dass die Taktik der Linken, jeden zum Nazi zu erklären, einfach nach hinten losgeht. Ja, das zieht ja jetzt im Grunde wirklich also Riesenkreise, das Slamour-Toujours-Verbot. Ja, das Luisenlund haben wir gerade gehört. Jetzt Münchner Oktoberfest soll es verboten werden, Stuttgarter Vasen, also auch auf den Volksfesten. Ich meine, hältst du das für übertrieben? Wenn jemand eine Gesinnung manchmal in diese Richtung hat, dann kann er sich doch jeden möglichen Popsong andichten und was dazu singen. Aber was kann das Lied dafür, dass es in dem Fall missbraucht wird? Das ist ja eine Riesenwelle, ja, die das schlägt. Das versteht doch kein Mensch also mehr langsam. Ich weiß grundsätzlich bei der Debatte in Deutschland manchmal nicht, soll ich lachen oder weinen? Und dann entscheide ich mich meistens fürs Lachen. Und auch in diesem Fall, mittlerweile muss ich sagen, dass ich diese Debatte irgendwie einfach nur noch lächerlich finde. Also man will jetzt sowohl beim Oktoberfest als auch bei der EM dieses Lied nicht spielen. Es soll ein Spielverbot geben für dieses Lied. Wobei ich bin grundsätzlich komplett eigentlich gegen solche Verbote. Zumal dieses Lied an sich ja überhaupt nicht den Text hat, der von den Leuten immer darüber gesungen wird. Angedichtet wird, ja, genau. Gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass die Betreiber von den Wiesen jetzt vor einem gewissen Dilemma stehen, weil sie wissen, wenn sie dieses Lied spielen, wird natürlich die Masse sofort anfangen zu grölen, Ausländer raus. Das heißt, auch die sind in einer schwierigen Lage und wenn sie nicht in die Welt Bilder schicken wollen, wo beim Oktoberfest oder bei der EM Menschenmassen Ausländer rausgrölen, dann bleibt ihnen quasi nichts anderes übrig, als zu sagen, wir spielen das nicht. Ich meine, wurde jetzt hier quasi die Büchse der Pandora geöffnet oder ist das alles maßlos übertrieben, was wir jetzt hier gerade erleben? Diese Riesenkampagne, da schließen wir die Medien natürlich nicht aus. Die Lokalbesitzer drehen völlig am Rad. Alle, also Deutschland ist ja zu einem Lamour-Toujours-Land geworden mittlerweile gefühlt in der Diskussion. Malheureusement, je ne parle pas beaucoup de français, aber wenn ich es richtig übersetze, heißt es Liebe immer. Der Originaltitel von Gigi D'Agostino. Und das ist ja erstmal eigentlich nichts Schlechtes. So gnadenlos gut kann man gar nicht texten. Aber das Interessante, was wir daran sehen, ist, dass es ganz offensichtlich selbst in Elite-Internaten irgendwie lustig gefunden wird, den Mainstream zu piesacken. Und womit ginge das besser als mit solchen Geschichten? Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Sprüche Deutschland, den deutschen Ausländer raus, das gibt's in meinem Denken, kommt das nicht vor, ich würde es weder sagen noch denken oder schon gar nicht singen. Nun neige ich grundsätzlich nicht zur Teilnahme an Massenveranstaltungen. Das ist mir grundsätzlich weder im Stadion noch im Karneval. Sorry, Rheinland, ist nicht mein Ding, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich völlig albern und es ein Lied verbieten zu wollen, wo sich das Publikum einen anstößigen Text darauf ausgedacht hat. Also wenn jetzt irgendjemand Abschieben im großen Stil von Olaf Scholz auf Freude schöner Götterfunken legt und das grölt, dann werden wir dann Beethoven verbieten. Das ist natürlich alles ein bisschen albern und es zeigt eigentlich, wie es immer schwerer fällt, eine gesellschaftliche Stimmung staatlicherseits im Griff zu behalten, die irgendwie aus dem Ruder läuft. Ich habe es bei der Leipziger Buchmesse gesehen, wo einzelne Verlage mit kicherndem Augenzwinkern einen gesagt haben, ich habe da oben in der Ecke übrigens ein Buch von Martin Sellner stehen. Also provokant. Ohne dass damit irgendeine tiefgründige ideologische Nähe zum national-konservativen Reaktionären oder sonst was gemeint ist, sondern eigentlich die Botschaft ist, Leute, diese gesamtgesellschaftliche Umklammerung von eurer Weltsicht, die machen wir nicht mit und wir treffen euch da, wo es geht. Und dann wird plötzlich der Hitlergruß durch die inflationäre Zuweisung des Begriffs Nazi wird irgendwie zu einer provokanten Popkulturgeste. Und das zeigt einfach, dass die Taktik der Linken, jeden zum Nazi zu erklären, einfach nach hinten losgeht. Mhm.
Ähnliche Analyse hat hier im ADIX OBB geschrieben in unsere Live-Kommentare. Er schreibt, strafrechtliche Handlungen soll die Staatsanwaltschaft untersuchen, aber was Medien und Politik daraus machen, das ist einfach gesagt lächerlich. Die Reaktion der Bürger, das ist genau das, was du gesagt hast, Ralf, ist deswegen eher eine Trotzreaktion. Ja, auf dem Oktoberfest wurde, glaube ich, auch das Leila verboten wegen sexueller Anstößigkeit oder ähnliches. Ich erinnere mich, dass ich immer wieder auf mein Alter da reduziert werde, aber egal. Genie von Falco, wirklich was für die älteren Semester, war damals auch hochgradig anstößig, weil der aus der Perspektive eines Vergewaltigungsopfers sang, wie der Vergewaltiger in seinen kranken Geisteswindungen dem nachstellte. Und das war so intensiv, dieser Popsong, dass man Beklemmungen bekam. Und wurde im Radio verboten und wurde dann ein Riesenerfolg. Eine ähnliche Geschichte gab es mit der Indizierung von Rammstein, ich tue dir weh, ich führe dir Nagetiere ein, Stacheldraht im Harnkanal. Um nochmal ein paar nette Zitate schon am frühen Morgen zu bringen. Wurde dann auch mit hoher Empörung zurückgewiesen. Das sind alles so Reflexe, wo ich mich immer wundere, dass die Kinder von 68, die heute das Sagen haben und die damals gegen alles rebelliert haben, was irgendwie etabliert war, nicht merken, dass sie noch autoritärer werden als ihre Elterngenerationen, der sie das nie verziehen haben. Wir haben noch einen interessanten Fall. Nicht nur in Nobelclubs auf Sylt oder Internate in Luisenlund oder so haben ein Problem mit Ausländer-Raus-Parolen. In diesem Fall auch kleine Städte und Gemeinden. Bei der Erlanger Bergkirchweih zum Beispiel kam es auch zu einem Zwischenfall mit dem sagenumwobenen Song L'amour toujours song. Der wurde dann sofort unterbunden. Der Staatsschutz ermittelt jetzt auch in diesem Fall. Florian Jannik, der Erlanger Oberbürgermeister, sagte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk dazu Folgendes. Danach alles richtig gut gelaufen. Besucher, die gesagt haben, ey nee, das hat keinen Platz am Berg. Ein Sicherheitsdienst, der richtig reagiert. Ein Wirt, der sagt, ey nee, läuft nicht. Und die Polizei, die auch gleich Ermittlungen aufnimmt und sagt, am Berg, da gibt's Betretungsverbot. Genau so muss die Zivilgesellschaft auf Rassismus reagieren. Damit allen immer ganz klar ist, nee, läuft nicht, hat hier keinen Platz. Ich möchte mich ja nicht einbomben, aber die Vorstellung, dass auf der Kirchweih neben dem Kettenkarussell künftig Leute mit kleinen Mikrofonen im Ohr stehen. Es ist abstrus. Zugriff jetzt. Das finde ich schon wieder so amüsant. Es ist amüsant, es ist irgendwie erschreckend, es ist eine Mischung, eine Melange quasi aus vielen komischen Gefühlen. Ganz kurz mal, ich habe noch eine Frage an dich, Pauline. Ex-Familienministerin Christina Schröder plädiert ja für abgewogene Reaktionen bzw. ausgewogene Reaktionen. Zitat: Das hirnlose und menschenverachtende Gegröle dieser jungen Menschen ist beschämend. Ich würde mir allerdings auch wünschen, dass Scholz, Faeser und die Tagesschau mit ähnlicher Vehemenz auf antisemitische Parolen linksradikaler Studenten und auf Messerattacken junger Migranten reagieren. Dem ist doch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder? Wo ist denn da die Ausgewogenheit, frage ich mich auch. Die Ausgewogenheit fehlt deswegen, weil diese Vorfälle von diesem Lied einfach perfekt in das politische Ziel der Bundesregierung passen. Also der Kampf gegen Extremismus und alles, was man nur im Entferntesten als Extremismus werten kann, wird eben nicht nur registriert, sondern wird völlig aufgebauscht, und zwar Extremismus von rechts. Und wenn es Extremismus von links ist oder von Islamisten, und zwar ein Extremismus, der oft sehr viel aggressiver auftritt, der tatsächlich körperliche Gewalt beinhaltet und nicht nur irgendein Spruch, der geschichtlich auch extremistisch belastet ist, dann schlagen die quasi sofort zu und nehmen alles an Debatte mit, was sie da und an Aufregung, was sie bekommen können.